Speed, Regeneration, Poison, Stärke, Slow Falling, Wither Effect, Absorption, Jump Boost, Instant Damage. Heute können wir jeden Potion-Effekt auf Blöcken haben. Bedeutet, überall, wo wir hintreten, gibt es immer wieder eine neue Überraschung und diese könnte unser Ende bedeuten. Sollte euch das ganze Video gefallen, lasst unbedingt eine positive Bewertung da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich bin mir mal relativ sicher, dass wir heute in dieser Challenge, und ihr seht auch bereits, was der Titel dieser Challenge ist, jeder einzelne Block, und ich mache erstmal aus Reflex die Chunks an, das war beim letzten Mal. Dieses Mal geht es um was anderes. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, es ist ja eine Art Randomizer. Alles, was mit Randomizern zu tun hat, gefällt euch. Gefällt mir auch. Auch wenn es manchmal ziemlich chaotisch ist. Aber dieser Block, auf dem wir uns gerade befinden, das ist meines Erachtens, das weiß ich relativ sicher, das ist ein Grasblock. Das ist für uns im Umkehrschluss Absorption 2. Bedeutet für uns durchgängig 4 Herzen, einfach so, on top, während wir hier drauf sind. Ich weiß nicht, ob die Kuh jetzt vielleicht auch 4 Herzen mehr hat. Seid ihr auf jeden Fall... Ja, okay, wir müssen uns jetzt nicht zu sehr freuen. So lange kennen wir uns auch noch nicht. Ich habe die Vermutung, dass das nicht auf jedem anderen Block so lucky sein wird. Denn wenn ich im Nether, zum Beispiel auf Netherrack laufe und Netherrack ist für mich Poison oder der Wither-Effekt, also dann wird es wirklich mehr Sinn machen, eher nochmal zu resetten und neu anzufangen, als das auszuhalten. Wir können uns ja mal trauen, eventuell den nächsten Block herauszufinden. Und zwar Cleanstone. Wenn wir caven gehen sollten, dann hätten wir den. Stellt euch mal ganz kurz vor, wir sind unter der Erde, wollen Dias farmen, Höhe 11, überall Cleanstone und wir haben Haste 5. Wir instant minen einfach die Steine. Haste wäre, glaube ich, das Beste. Aber wir bekommen, ganz kurz, warum? Was bekommen wir? Glowing. Naja, also, ist vielleicht ganz cool, dann kann ich meine ganzen Freunde auf dem Cleanstone sehen. Ja, wir spielen heute, by the way, alleine. Wir gucken mal. Holz, klassischer Beginn. Wer möchte wissen, was vermutet ihr? Was gibt uns... Warte mal, wenn wir auf einem Holzlock stehen, was wird dann kommen? Lass es einfach was Unwichtiges sein. Ja, ey, ist okay. Weakness, das ist etwas, was ich nicht kenne. Schwäche ist ein Fremdwort. Außer halt jetzt gerade, während ich mich auf einem Baum befinde und so, aber... Oh, warte mal. Das würde mich aber auch noch interessieren. Was bringt uns denn ein Crafting Table? Warte mal, den bauen wir direkt mal ab und stellen uns jetzt nochmal da drauf. Conduit Power 4. Naja, also... Oh, warte mal, Conduit Power ist ja auch... Warte mal, hä? Conduit Power heißt, dass man normalerweise unter Wasser schnell abbauen kann. Aber warum kann ich mit... Achso, ja, normalerweise kann man Conduit Power nur unter Wasser bekommen. Das bedeutet... Warte mal, liegt es am Regen? Conduit Power funktioniert auch, wenn es regnet? Also das ist mir wirklich neu. Also jetzt mal ehrliche Frage. Und bitte macht jetzt nicht auf cool, also an die Leute in den YouTube-Kommentaren. Wusstet ihr das? Dass Conduit Power auch im Regen funktioniert? Ich dachte, das ist so ein Muss. Was für einen Effekt bekomme ich, wenn ich auf dem Farmland stehe? Warte, das checken wir sofort aus. Und zwar, wir kriegen... Hunger 4. Danke, auf jeden Fall. Normalerweise würde mich der Regen gerade stören, weil ist halt jetzt nicht so nice für den Vibe. Aber jetzt zum Gravel Farm zum Beispiel. Sehr, sehr praktisch. Oh, Hero of the Village 3. Merken, wir nehmen uns Gravel mit und dann werden wir damit traden. So, was bringt uns denn Sand? Poison, nein, das, okay, Wüsten damit absolutes Tabu, das, werden und müssen wir nicht herausfinden. Wir legen uns einmal schlafen und haben in einem Bett, oh mein Gott, wie gut, Fire Resistance 4. Steh mal auf Cobble, genau, Cobblestone haben wir noch nicht gecheckt. Was ist Cobblestone? Cobble ist, für uns irrelevant, das ist, erstmal egal. Okay, Birke hatten wir noch nicht, lass uns das mal abchecken. Birke, Luck 2, naja, und... Slowness 2. Gut, ja, okay. Da vorne ein großes Plains-Biom, eventuell ein Dorf mit dabei für uns. Genau, mit der Schaufel können wir nochmal einen Weg machen. Der gibt uns Speed. Ja gut, aber es ist halt am Ende auch nur Speed 1. Oh, ich sehe ja etwas, was mir sehr gut gefällt. Lass uns mal hoffen, dass wir genügend Essen da erstmal durchkommen, bekommen werden. Dass wir Bogen, Pfeile und dann können wir uns langsam schon mal auf den Nether freuen. Und ich sag's euch ehrlich, Nether Rack sollte uns besser was Gutes geben. Mal gucken, was haben wir mit Wolle? Health Boost 5. Nochmal entspannt 10 Herzen on top.
Sehe ich gerade richtig? Regeneration 5 auf Cobblestone Stairs. Okay, die werden aber sowas von mitgenommen. Die nehmen wir aber mal mit. Das ist ja noch besser als die Wolle. Das bringt uns ein Mossy Cobblestone. Water Breathing 2. Mhm. Resistance 2 auf dem Composter. Oh mein Gott, das ist sehr, sehr, sehr nice, was wir hier teilweise bekommen. Levitation 2. Nein, danke. Lass uns noch ein bisschen mehr essen machen. Lieber so mal machen. Wir müssen erstmal ganz kurz sortieren. Wir haben hier so viel Crap dabei. Wir brauchen den Eimer. Wir wollen ja früher oder später auch in den Nether. Aber ich will eigentlich ganz gerne noch mal ein paar mehr weitere Sachen herausfinden. Eine Glocke. Aber ich meine, was sonst? Das bringen, wenn wir jetzt herausfinden, was eine Glocke... Oh. Aber wir können uns ja die Glocke trotzdem mitnehmen, falls wir mal irgendwo nach oben steigen müssten. Könnte es ja ganz praktisch sein, dass wir uns nicht hochstacken müssen, sondern einfach den Kollegen benutzen. Weil dann sollten wir auf jeden Fall schon ein bisschen Zeit sparen und auch vor allem Blöcke. Ich habe eine Vermutung, was für einen Effekt das gute Stück mit sich bringt. Es könnte vielleicht... Oh nein, ich habe den Golem gekillt, ne? Ich habe den Golem gekillt, okay. Okay, wir kriegen das alles hin. Leute, ruhig bleiben. Oh, perfekt. Ja, ich bin in einer Kirche gefangen mit Mining Fatigue. Cool. Ja, Hero of the Village habe ich mir schon abgeholt. So. Ich habe jetzt eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich heute so früh in dieser Challenge einen Raid spiele. Oh Gott, ist es zum Glück ein Eisengolem wieder gerespawnt. Jungs, ich habe alles unter Kontrolle, vertraut mir. Ich weiß, was ich hier tue. Ein Totem werden wir nicht bekommen, weil wir gerade den Raid auf Easy spielen. Hey, lass mal meinen Farmer in Ruhe. Was soll denn das? Oh Gott, 4 Herzen. Aber warte mal, ich kann mich ja nicht hitten lassen. Guck mal, ich muss jetzt einmal den Block switchen. Block geswitcht, ich habe wieder 4 Herzen dazu. Tja, so nicht, meine Damen und Herren. Ja, kommt doch her zu mir. Ist mir doch komplett egal. Ich habe die Kraft der random Potion-Effekte der Blöcke. Auf meiner Seite, okay. Ey, yo, 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 Jungs, ey. Wundert euch, by the way, nicht. Von dem damaligen Endboss habe ich immer noch diese, die Dingstextur. Ja, moin. Gar kein Problem. Ich krieg so viel Schaden. Guck mal, wie viel Schaden ich kassiere, aber so egal. Oh mein Gott, ist das broken. Der hat mit dem enchanteten Crossbow auf mich geschossen. Da waren sogar 2. Ein Ravenger crittet mich aus auf der Stelle. Ich hab's überlebt, einfach ohne Rüstung. Ist mir egal. Gar kein Problem. Warte mal, warum sind denn... Junge, hier sind ja nochmal... Hier sind ja 3 Golems. Ich muss ja eigentlich gar nichts machen. Jungs, ey, nehmt mir das nicht übel und so, aber ihr respawnt ja aktuell relativ häufig, ne? Ich brauche nämlich das Eisen. Oh mein Gott. Warte, mir fällt ja jetzt gerade erst was auf. Ich sollte das vielleicht nicht während eines Raids machen. Hero of the Village! Jungs, gar kein Problem. Hey, bist du noch aggro auf mich? Ich habe deinem Kollegen nichts getan und so, ne? Der war, ich habe den, die war nicht von ihm, die war nicht von ihm. Wir werden jetzt eine Sache machen. Wir stellen die Difficulty immer hoch auf hart. Denn ich habe was vor, meine Damen und Herren. Wir haben einen Plan. Wir haben einen wirklich großen, großen Plan. Wir werden jetzt erstmal traden. Und zwar werden wir uns einen Bogen ranholen. Und dann werden wir einen Raid starten auf Schwierigkeitsstufe hart. Das heißt, Wächse werden kommen. Wir werden am Ende einen Totem uns ergrinden. Und das ist unser Ziel. Wir wollen ein Totem in einer Challenge haben, in der das komplett unnötig ist, eigentlich ein Totem zu haben. Aber ich will's haben. Einfach nur auch aus Style-Gründen. Und, ja. Werden wir schon hinbekommen. Oh mein Gott, die sind ja wirklich sehr günstig. Solange die jetzt eben noch gönnen, alles gut. Aber gleich werden die vielleicht nicht mehr so nett auf uns zu sprechen sein. Und Holzfarmen ist ja auch gar kein Problem. Denn wir haben, also es ist nicht wirklich Haste. Es ist Haste, es ist Unterwasser Haste. Und wir sind nicht unter Wasser. I don't know. Zack, 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 zack. So, haben wir auch erstmal auf eine Menge Pfeile. So, direkt den guten Bogen holen. Ist, by the way, eigentlich ein ganz guter Call. Ey, komm, so ein Power 2 Bogen oder so direkt mal, dass wir richtig Attacke machen können. Für 9? Junge, wie gut. Mit Unbreaking. Das ist das Beste, was ich hätte bekommen können. Für den Preis? Für 9 Emeralds? Ich merke schon. Okay, es geht hier in eine ganz, ganz interessante, gute Richtung. Oh, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Wir holen es direkt nochmal. Wir holen uns direkt nochmal einen zweiten. Und falls wir irgendwann mal einen Anvil haben sollten, dann haben wir auf jeden Fall einen Power 3 Bogen. Richtig gut. Boom, Junge. Power 2. Alright, hier ist eine Menge Eisen. Ja, maybe sollten wir vielleicht echt auf den Anvil gehen. Also ich hätte Bock auf einen Power 3 Bow. Und vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Rüstung? Ja, komm. Es geht ja schnell. Wir haben 20 Eisen. Da oben ist noch was. Danke. Sicher, dass du den Raid spielen willst? Nein. Oh mein Gott, ich habe hier Invis. Ja, noch ein Eimer. Oh mein Gott.
Okay, den werde ich gebrauchen. Alter, ich krieg so viel Schaden, ne? Ohne Regeneration. Gut, dann bereiten wir uns mal vor. Ja, was sind eure Feelings? Ein bisschen mixed, auch bei mir. Ja gut, wir könnten nochmal, ja, also wir können jetzt auf gut Glück nochmal irgendwas probieren. Sowas halt. Conduit Power. Wir können halt Wolle noch färben. Blaue Wolle. Ja, pff, das war ein toller. Ja, 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 ja. Vielleicht gelbe Wolle. Absorption 5. Ah! Nein! Nein, 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 nein! Ach, nein! Oh, no, 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 no! Ey, ich bin so weg, macht ihr euer Ding! Ohne Mist, hey, 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 hey! Ey, Leute, das ist echt viel Schaden, ne? Ich habe weder mir jetzt Rüstung machen können. Ja, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich habe hier ein paar interessante Hubschrauberaufnahmen. Digga, der Pfeil, der ist echt eine Weile unterwegs. Okay, es ist Ruhe eingekehrt. Cool. Naja, Power 3. Jungs, ich versuche zu supporten, solange es geht, ja? Oh mein Gott, yes! Er hat nicht mal gespawnt. Totem auf Undying! Let's go! Ey, Jungs, ne? Ich muss mich mal ganz kurz erholen von dem ganzen Stress und so, ne? Ich meine, wir haben unser Ziel erreicht, oder? Wir haben halt das Totem auf Undying. Rein theoretisch, wenn ich jetzt im Notfall hier abhauen müsste, wäre das ja gar nicht so verkehrt. Digga. Nein! Nein! Der, ich muss den Maestro töten, ne? Inventar ist vor. Ich hab's nicht angesammelt, ne? Joa, Wechsel auf Hart. Da sage ich nur Gehwechsel. Was ist der letzte? Gib mir das Totem, darum ging es am Ende. Das wollte ich die ganze Zeit haben. Was eine unnötige, krampfhafte Aktion. Wie konnte diese Challenge in so eine Richtung gehen? Jetzt will ich den Raid aber auch finishen. Wo ist der letzte? Ja, moin. Wahrscheinlich habe ich den Raid. Ich habe den Raid einfach verloren. Alle Villager sind tot. Alle Villager sind tot. Ah, es tut mir leid, Jungs. Ey, ganz ehrlich, war eine schöne Zeit auf. Nun ja, okay, also kurze Zusammenfassung. Wir haben ein Totem of Undying und ein OP-Gottapfel. Das ist eine sehr, sehr gute Ausbeute. Aber der Weg, wie wir dorthin gekommen sind, der war natürlich jetzt auch, also, ja. Wir sollten uns auf jeden Fall jetzt langsam darum kümmern, in den Nether zu kommen. Und dazu wollen wir einen Lavasee. Was bringt uns denn Savannenholz? Komm, Savannen sind doch cool. Akazien. Regeneration 5. Luck 3. Okay, sorry, der Baum ist absolut blessed. Leute, ich wollte eigentlich nur einen Lavasee finden, ne? Oh, was ist da? Lavasee. Obsidian gibt auch nochmal, ja gut, 2 Herzen. Wow. Gut, meine Damen und Herren, es geht jetzt mal, also 1,5 Stunden. Ja, ich weiß auch nicht so ganz genau, was wir die ganze Zeit jetzt gemacht haben, aber 1,5 Stunden vorbei. Wir gehen in den Nether und holen uns so schnell wie möglich unsere Blaze Rods, unsere Enderperlen, gehen nach dem, was wir brauchen und hoffen, dass uns die Blöcke hier im Nether... ja, also Bad oben 4 ist jetzt nochmal okay. Wir sind ja jetzt nicht immer in einem Crimson Forest, aber was gibt uns Netherrack? Auf Netherrack brauchen wir schon was Gutes. Wenn das jetzt Wither oder Poison ist, naja, Bad Luck 4. Ich sag so, es ist nicht schlimm, weil der Effekt ist nicht relevant für uns. Also for real nicht. Aber es gibt mir einen komischen Vibe. Es gibt mir einen sehr, sehr komischen Vibe. Netherholz. Guck mal. Conduit Power. Ja, damit kann man auf jeden Fall sehr schnell abbauen. Ist halt wie Haste 5. Macht ihr eine Goldhose? Ja, sobald wir noch ein bisschen Gold haben. Easy. Ah, moin. Digga, wie wack. Habe ich jetzt ernsthaft gegen Piglins? Ach, Digga, ist das... Alright, alles klar. Ich will einfach mal oben traveln. Also ich bin immer noch auf Höhe 40. Ich baue mich jetzt einfach mal nach oben. Oh mein, was? Also, also, ja, nehme ich auf jeden Fall. Als ob ich jetzt wirklich einfach so random durch die Wand grabe, um am Ende bei einer noch nie passiert. Leute, wenn mir jetzt ein Netherbrick irgendwie Poison oder den Wither-Effekt gibt, habe ich ein Problem. Weil dann müssen wir von außerhalb die Blazes irgendwie töten. Bitte, bitte, gib mir Fire Resistance, Stärke, Speed wäre auch cool, Regeneration natürlich auch immer gut, also eine hohe am besten. Absorption ist auch sehr, sehr, sehr stark. Resistance wäre auch gut, also es gibt eine Menge sehr, sehr guter Effekte, die uns sehr, sehr viel bringen könnten. Dementsprechend, bitte, bitte! Ja, toll. Das ist jetzt genau das, was ich brauche. Das ist genau das, was ich brauche. Ah, Weakness 3. Cool. Ich kann ihm sozusagen auf den Stairs, kann ich niemandem Schaden machen. Ja, ich suche einen Spawner, dann stelle ich mich da fix hin.
Ja, mit Bad Luck kriege ich jetzt keine einzige Blaze. Oh. Ich würde sagen, wir machen es mal so. Ah, muss ich gar nicht mal in Deckung gehen. Ja, moin. Ja, wahrscheinlich treffen sie mich dann auf einmal nicht. Ja, noch nicht so viele Blaze Shots bekommen. Mit Bad Luck 4. Es läuft einfach viel, viel besser. Leute, seitdem ich jetzt hier draufstehe, treffen die mich nicht. Was ist denn das? Was ist das für ein Joke? Ist das die OP-Taktik? Ich sonst... Bum, bum, bum. Du machst hier richtig den Try so pieken. Wenn du nicht einfach hier auf einer festen Stelle stehst... Hä? Was? Okay, okay. Nein, 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 nein. Okay, ich hab schon gedacht, das ist irgendwas mit euch faul. Okay, 9 Blaze Rods, wir sind hier fertig. Ich bin wirklich fertig mit denen hier. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie zu den Cords kommen. Jetzt stellt sich halt natürlich am Ende auch die Frage, was bringt Endstone? Endstone wird ja auf jeden Fall auch nochmal was sein, was eben, also, das werden wir aushalten müssen. Speed wäre halt cool, ja, Mann. Es wäre krass, wenn das Bedrock im End Schärfe wäre. Gerade auch mal dran gedacht, ne? Anni, ich hoffe, dir geht's gut und ich wünsche dir einen Traum auf das Wochenende. Ne, ich brauch den noch nicht. Doch, baue ich. Alles klar, yo, da habe ich einmal kurz nicht aufgepasst und habe gedacht, ich brauche den OP-Gottapfel nicht. Weil jeder weiß, es ist besser, den OP-Gottapfel sich lieber noch aufzusparen und lieber mit dem OP-Gottapfel zu sterben, als den OP-Gottapfel zu essen und dann nicht zu sterben. Minecraft-Gott, gönn uns viel Glück. Genau. Er markiert schon, wer das heutige Glück bekommen wird. Nämlich ich. 3 Blöcke. Gras, Netherrack und Stone. Bitte dreimal Glück und nicht dreimal was Schlechtes oder so. Gib uns was Krasses für den Grasblock. Wir haben da drüben übrigens ein Dorf. Das ist sehr, sehr, sehr lucky. Speed 5! Es ist Speed 1. Das ist das, was ich mir schon so lange gewünscht habe. Speed 2 wäre besser. Speed 3, 4 wäre auch besser. Aber Speed 1 ist besser als nichts. Ist vollkommen okay. Hallo Dorf. Darf ich mich an ihren Ressourcen bedienen? Vielleicht gibt uns ja Dirt sogar noch besseres Speed. Regeneration 2. Okay, wenn es mal ein bisschen knapp wird. Wenn ich mal vielleicht ein bisschen in Bedrängnis bin. Einfach mal in den Dreck stellen. Haben wir denn Probleme mit Clean Stone oder Kohle? Saturation 3. Wir haben instant. Oh, wir haben instant einen der besten Blöcke gefunden, die wir überhaupt bekommen können. Denn dieser Effekt, Saturation 3, bedeutet für uns im Umkehrschluss, wir müssen kein Essen mitnehmen. Wir brauchen Silk Touch, um diesen Block hier mitzunehmen. Das wird aber auf jeden Fall machbar sein. Aber damit werden wir kein einziges Mal mehr Hunger leiden müssen. Denn wir platzieren diesen und dann haben wir keinerlei Probleme mehr. Und mit Clean Stone haben wir sogar noch was Besseres. Was? Okay, ohne Mist, das ist der Try der Tries. Haze 3. Also, es scheint mir so, als hätte uns heute wirklich ein Minecraft-Gott erhört, der heute gönnen möchte. Cobblestone. Ich habe ein bisschen Angst, ich habe Respekt davor, aber... es gibt wohl auch schlechte Effekte. Wie sieht's denn auf einem Weg aus und auf Farmland? Invis... ja... und Farmland... Dolphin Grace. Ja, gibt auf jeden Fall Besseres, aber das, was wir hier erstmal so herausgefunden haben, wirkt auf mich erstmal gar nicht so verkehrt. Nochmal zur These, es gibt hier keine schlechten Effekte. Ich würde diese nochmal ganz gern korrigieren. Es gibt, definitiv mitschreiben, es gibt schlechte Effekte. Gelbes Bett, eventuell. Ach so, ja. Ich glaube, wir gehen direkt mal unter die Erde und kümmern uns darum, dass wir schnell an Eisen. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall einen Anvil, dass wir vielleicht Diamanten mitnehmen. Vielleicht haben wir hier drauf... Speed 1. Stärke 2. Das ist sehr, sehr interessant. Resistance 4 auf... Das ist ein Effekt, der uns sehr viel bringen kann. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir ein bisschen Ressourcen dran holen. Eisen, Diamanten, maybe auch ein bisschen Gold. Mit Haze 3 geht das Ganze nochmal wesentlich schneller und angenehmer. Stärke, Water Breathing und Night Vision. Ich meine, wenn der normale Block uns Stärke 1 gegeben hat, was gibt uns dann der Polished? Regeneration 5. Ich glaube, das kann in manchen Situationen schon mal sehr, sehr, sehr praktisch sein. Damit haben wir aktueller Stand Resistance 4 und Regeneration 5. Ja, ich glaube, da kann man schon gegen den ein oder anderen etwas mächtigeren Gegner kämpfen. Und dementsprechend Polish Granit auf jeden Fall Teil unseres Inventars. Der Stärke 5, der Granit. Oh mein Gott, ist es wirklich Stärke 5? Ich dachte, es wäre Stärke 1. Ich glaube, das ist der One-Hit-Block. Junge, Granit ist der beste Block aller Zeiten. Okay, yo, ich habe ein neues Spielzeug. Ich habe ein absolut neues, geiles Spielzeug gefunden. Dann noch Silk Touch. Ich habe alles zusammen, was ich brauche.
Hey, Stärke 5 macht mir sehr viel Spaß. Hab's auch schon 3. Einfach auf entspannt mal mitnehmen. Ich bin sehr, sehr, sehr großer Fan, was dieser Runner hier angeht bis dato. Aber ich meine, der ein oder andere Dia ist ja vielleicht schon noch drin, oder? Oh, Gold ist natürlich auch sehr praktisch, jetzt schon zu haben, dass wir vielleicht mit einem Goldpiece da reingehen. Ich liebe so sehr Stärke 5. Gut, jetzt haben wir jedenfalls unsere Spitzhacke. Dia Spitzhacke. Silk Touch wird sehr gut darauf schmecken. Heu war Feiery. Ich hab's nicht mal. Junge, mir fällt das nicht mal auf. Warte, wirklich? Let's go! Aber ich sag mal so, Heu, Weizenblöcke im Nether. Also ich glaube, es gibt nichts, was schneller anfangen kann zu brennen als das. Ich vermute, dass Silk Touch nicht so teuer wird. Deswegen gehe ich jetzt mit 13 Emeralds schon mal rein. Und mache unsere Lieblingsbeschäftigung. Hier gibt es frische Berufe, neue Berufe. Gar keine Faxen machen. Direkt Silk Touch. Nein, nicht das, was ich sonst immer haben möchte. Ey, ich wünsche mir einfach alles außer Silk Touch. Danke dir. Silk Touch erledigt. Und so, wie ich es mir auch erhofft habe. Schön günstig. Junge, Speed 4. Wie cool. Damit, meine Damen und Herren, haben wir einen großen, großen Vorteil. Wir können uns erstmal unsere Spitzhacke mit Silk Touch enchanten. Wozu haben wir das Ganze gemacht? Riesen unnötige Aktion, könnte man meinen. Aber wir meinen... Jetzt erstmal Kohleerze, denn das ist unsere Essensquelle. Das ist der einzige Block, der uns Saturation gibt, den wir bis dato gefunden haben. Dadurch brauchen wir kein Essen, was ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil ist. Wenn wir die Teile platzieren, füllt sie unser Hunger auf. Und das ist das, was wir aktuell brauchen. Und jetzt ist Netherrack Saturation. Wenn das so wäre und Netherrack ist Saturation und ich habe jetzt den ganzen Stuff unnötig gefarmt, ein Anvil unnötigerweise geholt, das Buch Silk Touch unnötigerweise geholt, dann ist das eine Erkenntnis für mich und mein Leben, über die ich mich aufregen könnte. Aber einfach sage, naja, dann ist es so. Alright, Freunde. Ihr seht, was ich mache. Ich bin bereit für den Nether. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig spielen. Meine Damen und Herren, Netherrack muss jetzt bitte, bitte gönnen. Ey, wenn Netherrack Saturation oder Fire Resi ist, ich werde mich freuen. Oh, Conduit Power im Nether ist auch sehr interessant. Netherrack, Netherrack, Netherrack. Bitte sei gut. Bitte. Wie viel Glück kann ein Mensch haben? Fire Resistance auf Netherrack. Das ist das Beste, was uns hätte passieren können. Auf geht's, Junge. Auf geht's. Eine Bastion. Sieht auch nach einer aus, die ich beherrsche. Oh mein Gott. Goldene Karotten. Cool. Ja, nehme ich mal mit. Besser als Brot und so. Goldeisen. Alright, let's trade some Fire Resistance. Fire Resistance brauchst du nicht. Ich will sicher gehen, Leute. Ich kann ja auch eh Enderperlen holen. Also Enderperlen und Fire Resistance. Digga, Soul Sand ist Stärke 4. Ja, Jungs, Enderperlen überbewertet, ne? Dann müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal im Warp Forest ein bisschen reinbuddern, ne? Ist es eine Festung? Dieser Run ist so gut. Ich liebe es so sehr, einmal Glück zu haben. Es ist ein Traum. Freunde, ich bin so zufrieden. Danke, Minecraft, dass du mir das ermöglichst. Kommt her, Jungs. Hä? Wollt ihr was? Ah, wollt ihr was? Hä? Wollt ihr was? Hä? Okay, Bad Luck 3 haben wir hier auf dieser Festung. Ist aber soweit noch okay. Moin, Jungs. Ich liebe Stärke 5. Oh mein Gott. Digga, auch gar nicht stressig oder so, ne? Puh, ich bin froh, wenn ich hier wieder raus bin. Was willst du da hinten? Hä? Willst du Stress? 7 Blaze Rods, damit hören. Oder diese Kombination aus Blöcken, ne? Damit kann ja legit im Nether nichts passieren, ne? Freunde der Festungen, ich bin tatsächlich hier fertig. Ich glaube, Warp Forest mit Stärke 5, einfach den ein oder anderen Enderman entspannt umklatschen, sollte eigentlich möglich sein. Deswegen machen wir das. So sauer, dass er erstmal Dings platzieren muss. Bitte. Ach, Jungs, was soll das? Mann. 11? Yeah. 12 Enderperlen. Normalerweise würde ich sagen, okay, lass uns sicherheitshalber noch mehr spielen. Aber wir wollen ja jetzt auch langsam mal hier rauskommen. Und das sieht wohl danach aus, als wenn wir das endlich dürfen. Deswegen machen wir unser Portal. Perfekt, das passt gerade so. Und wir gehen raus aus dem Nether, weil wir sind fertig und werden uns jetzt darum kümmern, herauszufinden, was uns der gute Endstone für einen Effekt geben wird. Puh.
Es ist Zeit, um in den Stronghold zu gehen. Wir machen uns unsere Enderaugen, werfen El Numero Uno, El Primer, vamos. Danke, Minecraft. Und maybe haben wir direkt einen Ocean Exposed. Und für den Enderdrachen haben wir auf jeden Fall nochmal hier die tödlichen 3. Resistance 4, Stärke 5, Regeneration 5. Das sind 3 Effekte, die doch schon ganz schön praktisch sein können gegen den Kollegen. Aber am meisten freue ich mich auf das pure Granit. Damit können wir ihm schon relativ viel Stress machen. Es ist hier ganz genau unterm Berg. Wir gehen hier runter und hoffen auf das Beste, meine Damen und Herren. Ich bin ein bisschen angespannt, aber ich freue mich darauf. Ja, der ist hier. Ich spüre... oh Gott, warte mal, Slowness 4 und Speed, warte mal, was ist das für eine komische Kombination? Die einen Stonebricks sind Slowness 4, die normalen, Mossy sind Speed 5 und die hier sind Fire Resistance 4. Junge, Hilfe, mein Kopf, Prot 3, oh mein Gott, danke, wirklich Minecraft-Gott, danke, dass du gönnst. Oh mein Gott, ein Three-Eye. Okay, also der Stronghold hat echt richtig eklige Kombination. Machen wir uns mal Prot 3 Helm. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Leute, was wird Endstone sein? Wenn Endstone jetzt nicht gönnt, dann wisst ihr selber, dann haben wir halt ein ganz großes Problem. Wird schon nicht, oder? Ganz ehrlich, wir haben schon ganz andere Dinge geschafft. Deswegen, meine Damen und Herren, ich bin voller Selbstbewusstsein und bin mir sehr sicher, dass wir das hinbekommen werden. Deswegen, lasst uns gemeinsam Minecraft durchspielen. Endstone, sei ein Gönner. Imagine Speed 5. Alles aber bloß nicht. Wither, Poison, Nausea. Oh, schau vor, Resistance 5 oder... Oh mein Gott. Oh, Leute, ich kann es nicht abwarten. Ich bin sehr gespannt, was es sein wird. Sei ein Gönner! Endstone, bitte, bitte, Minecraft, einmal. Das ist nicht dein Ernst. Blindness 4. Klar, super. Toll, habe ich noch nie gehabt. Was ist das denn? Okay, ich sehe trotzdem, glaube ich, so ein bisschen die Umrisse. Ich kann nicht sprinten. Ach, du willst mich rollen, ne? Achso, ich weiß... Warum kam ich da jetzt nicht gerade vorher drauf? Also, gut, ich meine, kann mich ja auch auf einen anderen Block stellen. Okay, keine Ahnung, wie ich den getroffen habe. Digga, mit Speed 5 ultra schwer einzuschätzen, ne? Komplett anderes FOV so. Oh, ja, moin, ich treffe einfach trotzdem alles. So, einmal Stärke 5 für meinen Lieblingsdrachen. Ja, können wir das vielleicht häufiger so machen? Jetzt. Ach, Drache, bleib doch mal ein bisschen länger. Oh, Drache? Ah, traut er sich nicht. Meine Damen und Herren, Minecraft mit super vielen Ver... verschiedenen Potion-Effekten. Wurde erfolgreich gemeistert. Was, was war denn das? Wenn ich jetzt da an Fallschirm gestorben wäre, dann wäre es, to be honest, vorbei gewesen, oder? Auf jeden Fall haben wir es erfolgreich geschafft, Minecraft mit den verschiedensten Potion-Effekten über Blöcke durchzuspielen. Und es war eine ultra, wirklich super nice Challenge, die mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Überhaupt erstmal das Herausfinden von manchen Potion-Effekten, von manchen OP-Effekten. Das macht erstmal ordentlich Spaß. Und teilweise sind wir auch manchmal so ein bisschen daran verzweifelt, weil ich meine Probleme mit Lava hatte. Und naja, auf jeden Fall sollte euch das Ganze gefallen haben, dann lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao, ciao.